Herzlich willkommen bei Leons Taubenzucht. Heute gibt es ein neues Video, nämlich schauen wir uns heute die Tauben an und die Tauben sind heute in guter Form. Deswegen geht es auch schon los mit dem Video. Jetzt schauen wir uns heute das Taubenfutter an. Man hat hier alles vorbereitet, also ich habe es vorbereitet. Wie immer hat man ja auch im letzten Mal ein Video gesehen, wie ich das alles mache. Und hier ist das normale Futter wieder, für die Jungtauben vor allem. Und die mögen auch die Sonnenblumenkerne. Die hier. Und normales Wasser. Der Taubensand, der muss noch ein bisschen trocknen. Der ist jetzt gerade frisch geholt worden. Der kommt übrigens nochmal da hinten. Nochmal zur Info. Und jetzt werden wir die Tauben füttern. Und mal sehen, was es noch so gibt. So, jetzt sind die Tauben mit dem ganzen Futter versorgt und die werden jetzt essen. Man sieht, der Tinax, der ist am Fressen. Und gleich gucken wir uns auch die Jungtauben an. Die Jungtauben, die flippen schon ganz aus. Die wollen schon essen, weil die werden irgendwie nicht morgens gefüttert, obwohl ich denen jeden Abend was zu essen gebe. Alles frisch, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Man sieht, die werden jetzt gefüttert. Und ihr fragt euch eigentlich, wo die Täubin ist. Auch sie ist hier, da oben in der Ecke sitzt sie. Zweifellos. Gucken wir jetzt mal die Tauben noch von nahen an. Und ich versuche gerade selber zu essen. Also sie hat noch Hunger, sie hat einen weiblichen Name. Gehen wir gleich weiter. So, als extra Clip, man sieht, Bounty ist gerade selber am Essen, also sie versucht es gerade selber. Und ich muss was ansprechen, das mache ich aber gleich. So, mittlerweile ist auch die Täubin schon hergekommen. Auch die Jungtauben wollen von der Mutter gefüttert werden, aber die Täubin will nicht. Und das höre ich mir jeden Morgen an. Dieses Geräusch. So, man sieht auch hier jetzt, die Jungtauben sind nicht etwas älter geworden, kaum etwas. Und vor allem Kasper, der wächst sehr langsam. Und ich glaube, ich weiß, welche Rasse tatsächlich schon Kasper ist. Ich glaube, das ist genau wie der Tinax, auch eine Pfautaube. Und man könnte auch davon ausgehen, dass Bounty auch Bakina ist. Aber jetzt dürfen die natürlich wieder rein. Wollte ich euch nur so gesagt haben. Habe ich euch auch vorher gesagt. Na komm. Na komm. Geh ruhig. Geh ruhig weiter. Man sieht, die haben keine Angst, die vertrauen mir. Finde ich auch toll. Und so viel Neues gibt es eigentlich gar nicht mehr. Das war eigentlich jetzt nur so ein kleiner Einblick. So, nochmal zu was anderem. Wir haben auch jetzt hier eine Temperatur von 25,7 Grad. Und ich nehme jetzt schon seit 5 Minuten auf, also seit 9.54 Uhr bis jetzt 9.59 Uhr. Und man sieht, das Taubenfutter wird wieder weniger. Und ich versuche, wie schon gesagt, das jetzt ein bisschen anzutrainieren, ein bisschen später. Ihr fragt euch bestimmt auch, wann die Tauben endlich einen neuen Taubenschlag bekommen. Beziehungsweise, wenn er etwas größer wird.
Ja, das kann ich euch ganz einfach beantworten. Es ist noch nicht so weit. Es ist noch etwas früh und kann es mittlerweile noch nicht machen, weil wir haben das Geld noch nicht und das müsst ihr so ein bisschen akzeptieren. Auch wenn ich das echt gerne für euch machen würde und für meine Tauben und für mich vor allem, dann will ich es doch rechtzeitig machen. Aber nun gut, liebe Zuschauer, das war's jetzt mit diesem kleinen Video. Ich wollte euch alles so gezeigt haben. Hier in der kleinen Kamera seht ihr auch nochmal die Tauben. Etwas kleiner, damit ihr jetzt mich seht. Weil jetzt geht es um mich und um euch. Wie fandet ihr dieses Video? Lasst eine positive Bewertung da. Abonniert meinen Kanal, um keine weiteren kleinen Taubenvideos zu verpassen. Weil dieser Kanal was Besonderes. Das ist nicht wirklich in Deutschland aufgenommen, sondern in Georgien. Und ich wünsche euch auch eine schöne Zeit, einen guten Start in die Woche und viel Spaß mit euren Tauben, falls ihr welche habt.